So, ich stehe hier am Stand der Hochschule Mittweida. Das werde ich noch ein paar Mal öfter tun, weil da studiere ich. Mache ich jetzt mal ganz dreist Eigenwerbung. Ja, neben mir steht Jules, ist auch von der Hochschule. Erzähl doch mal so, was es für Möglichkeiten gibt, an der Hochschule Mittweida in den Medienbranche einzusteigen. Also zum einen haben wir einige Medienstudiengänge. Das eine ist natürlich das ganz klassische das Medienmanagement, in dem man vom Journalismus bis zum Marketing über Business-Kommunikation alles lernt. Dann das Acoustical Engineering, Video und Acoustical Engineering. Das ist der neue medientechnische Studiengang, in dem man sozusagen den Technikumgang lernt, Fernsehen, Radio und die Medieninformatik. Das ist dann eher der Bereich für diese Messe hier, Videospiele, Programmierung, Video, 3D-Animation und so weiter und so fort. Was ist deine Empfehlung, wenn man in die Medienbranche einsteigen will, neben Studium? Wie sollte man sich engagieren? Viel auf den Arsch setzen, viel selber machen, je nach sehr früh entscheiden, was man machen möchte. Wenn man Journalist werden möchte, muss man sich natürlich hinsetzen und schreiben. Wenn man Radio machen möchte, muss man ins Radio gehen und dort arbeiten und ständig an sich und seinen Talenten arbeiten, wenn man 3D-Animationsmensch sein möchte, weil die Hochschule ist nicht dazu da, einen sozusagen irgendwie in eine Richtung zu leiten, sondern bietet alles an. Wir haben einen Radiosender, wir haben ein Fernsehstudio, wir haben genügend Computerpools. Aber man muss einfach selber machen und sich auch kümmern. Also viel, auch viel Praktika leider machen. In Deutschland ist das ja so gang und gäbe. Aber das ist mein Ratschlag. Einfach arbeiten und sich engagieren. Ich stehe hier mit Thomas Schmieder von der Hochschule Mittweida. Er hat den Studiengang Medieninformatik ins Leben gerufen. Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Ja, sehr gern. Also der Studiengang Medieninformatik macht letztendlich ein was, nämlich er ist kein klassischer Medieninformatik-Studiengang. Man hat das ganz oft, wenn man studieren möchte, an eine Hochschule geht und sagt, hey, ich will Medieninformatik studieren, dass Informatik so groß geschrieben ist und das Medien so klein. Das ist bei unserem Studiengang bewusst nicht so. Deswegen heißt der Studiengang auch Medieninformatik und interaktives Entertainment. Und das ist auch das Wichtige. Es ist wirklich ein ganz neuer Studiengang, der sagt, wir nehmen das Beste aus der Informatik, was ich brauche, um wirklich durchstarten zu können, und bieten damit eine Spezialisierungsrichtung an. Aber wir nehmen auch das Beste aus den Medien, was ich brauche, um in den Games durchstarten zu können. Modeling, Texturing, Animation, Level Design, Game Design. Und bieten damit eine eigene kreative Vertiefungsrichtung an. Sodass ich letztendlich Leute habe, die in jeweils einem der beiden Gebiete sich richtig spezialisieren können. Und zum Schluss bringe ich die zusammen und lasse die während dem Studium tolle Projekte machen. Weil nur so funktioniert es, nur so funktionieren auch große Games-Firmen, indem sie tatsächlich aus dem kreativen Bereich und aus dem technischen Bereich die Besten reinholen und zusammen dafür sorgen, dass was Cooles, Neues rauskommt. Damit reagierst du ja auch mit, oder reagiert ihr insgesamt mit, auf die Entwicklung in der Medienbranche, in der Spieleindustrie. Was sind so deine Beobachtungen der letzten 5 Jahre? Wie hat sich die Industrie gewandelt, auch bezüglich der Anforderungen? Also, es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich komme gerade von der Diskussion mit den Leuten von der Games Academy, von Media Design Hochschule und so weiter. Und mit WUGA und InnoGames. Und das war interessant. Es war wirklich interessant zu hören, wie ist das für die Firmen? Das heißt, interessant zu hören, wir wissen ja, wie es für die Firmen ist. Aber es war schön, wirklich mal alle Leute an einem Tisch zu haben. Und ich denke, das, was wir da gemerkt haben, ist, dass diese beiden Branchen, die Ausbildungsindustrie, was ist eine Industrie? Game Design, Games Academy ist eine Firma, sonst könnten die nicht überleben, wenn sie nicht wirtschaften könnten. Und die Gamebranche auf der anderen Seite, auch die müssen Geld verdienen. Dass die sich aufeinander zubewegen, immer mehr voneinander lernen und immer mehr wissen, dass sie einander brauchen. Ja? Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr wichtige Entwicklung. Dass man einerseits natürlich wirklich Abgänger produziert, das hier jetzt geht so schlimm, ne? Aber die halt wirklich einen Job finden. Dass aber auch die Firmen genau wissen, wo sie die guten Leute herkriegen. Und ich sehe, das ist, je professioneller, je älter die Gamebranche wird, desto mehr kommt das rein, dass man sich tatsächlich Gedanken drüber machen muss, wie kriege ich die besten Leute in mein Unternehmen rein, wie zeige ich denen auch in Zukunft, dass sie mich nicht nach 3 Jahren wieder verlassen. Und die Hochschulen natürlich vorgeschaltet, wie kriege ich die Leute so ausgebildet, dass ich die nicht einfach nur verkaufe, du kannst bei dem und dem Game mitmachen und zum Schluss haben sie es nicht drauf. Und das ist quasi diese Entwicklung. Es wird professioneller werden in den nächsten Jahren und es muss professioneller werden, weil die ganze Branche älter wird. Sie wird quasi erwachsen. Aber das ist mit einigen Schmerzen verbunden. Ne? Manche gehen kaputt, manche Firmen können das nicht halten, manche Hochschulen können das nicht halten, manche privaten Hochschulen werden pleite gehen, weil es immer mehr staatliche Hochschulen gibt, die sehr, sehr gute Ausbildung machen, wo ich als Student nichts bezahlen muss, weil der Staat es finanziert.
Ne? Aber es ist ein ganz normaler Prozess. Es ist in jeder Industrie gewesen, die neu war, gibt es diesen Prozess, wo alles geht mit West. Und jetzt kommt langsam der Prozess, wo sich es festigt und die Leute älter werden. Ne? Alles klar, also die Industrie professionalisiert sich, also es kriegt immer solidere Nachwuchskräfte rein und entsprechend reagieren jetzt auch die Unis und es gibt immer mehr öffentliche, staatliche Unis, die darauf eingehen. Wie gesagt, schaut euch unbedingt mal die Hochschule mit weiter an, es ist auch überhaupt nicht aus Eigeninteresse in dem Fall, ich empfehle es wirklich. Also dann, bis zum nächsten Mal.